Also, wir machen Folgendes. Wir gehen auf Freund Kampf gegen... Freund. Genau, Kampf versus Freund. Willst du mich herausfordern oder soll ich dich herausfordern? Ich fordere Benefi heraus. Okay, dann mach mal. Dann musst du auch alles einstellen. Du forderst mich. Okay. Okay, Leute, es geht! Willkommen zu einem neuen Video! Alle Leute. Okay, man kann auch ein bisschen übertreiben, Leute. Pokémon Battle Revolution! Oh mein Gott! Alle Bene das. Okay, hallo Leute, bevor es losgeht. Willkommen zu einem... Alter, ich sehe auch keine Zeit. Namen. Es gibt keine Zeit. Es gibt keine Zeitbegrenzung tatsächlich. Oh mein Gott, wie gut. Okay, hallo Leute. Also, wir machen heute ein Pokémon Battle Revolution Wi-Fi Battle. Für die, die es nicht mitbekommen haben, die fünf unter euch, weil es sollte jeder von euch mitbekommen haben, dieses Wochenende startet die Pokémon Battle Revolution League. Beziehungsweise Battle Revolution League. Ne, diesen Montag, also nächsten Montag. Nicht am Wochenende. Am Montag? Montag. Ja, am Montag. Die Uhr weiß Bescheid. Ich bin am Montag. Die Kämpfe kommen zwischen 16 und 18 Uhr. Falls ihr genauere Infos haben wollt, schaut bei Ben auf dem Kanal vorbei. Beziehungsweise auf unserem Kanal haben wir Teamübersichten gepostet und Ankündigungsvideos. Und vor allem, schaut bei dem Mad Lad. Schaut bei dem Besten der Besten vorbei. Bene, a.k.a. Full Life Games, der sich hingesetzt hat und Stunden investiert hat, um das zum Laufen zu bringen. Link in der Beschreibung. Super sweet von ihm. Absolut sweet, denn ich liebe Pokémon Battle Revolution, okay? Und ihr könnt Presse fragen, Alter. Ich bin die ganze Zeit so gehypt. Aber ja, siehst du meine Spitznamen? Geil. Ja, ich sehe das. Das ist halt das Coole, man sieht halt schon alles. So. Aber siehst du meine Spitznamen? Ja, der fliegt. Vlog ist wo, Alter? Vlog ist hier. Okay, ich wähle jetzt einfach mein Team aus. Let's go, okay. Komm. Ich muss jetzt, warte, ich muss kurz überlegen. Lass dich mal dein Team kurz anschauen, okay? Ja, einfach auf geht's, ab geht's, sag ich da immer. Und genau, Press, ich muss gewinnen. Wir haben customized Sprüche drin, deswegen ich muss gewinnen. Ich habe einen guten Spruch drin. Du musst mit Rechtsklick bestätigen, dass du Bescheid weißt, wenn du deine Pokémon ausgewählt hast. Ah, okay. Ich leade. Also, ich bin damit einverstanden, ich bin ready. Komm, leade einfach mit einem Pokémon, let's go, yeah. Oh. Das ist vor allem cool, man muss ein bisschen schauen, ist so ein bisschen verzögert, muss man aufpassen. So. Es ist halt cool zu sehen, wenn man gerade, wenn derjenige es eingibt, dass man es halt sieht, weißt du? Ja, es ist alles so, es ist alles, nice. Alles so, so live an, noch viel mehr als... So, alle Leute, was ist hier los? Oh, und schaut euch diese Quality an, Alter. Schaut euch diese Quality an, Alter. Alter, bist du der Muskelbrot? Ja, und ich bin halt. Ich habe extra den etwas dunkleren genommen. Schaut euch das an. Okay, ich muss überlegen. Hitzewelle kam in Gen 5 dazu. Genau. Bei Wayne, nicht wundern. Also, es gibt natürlich den Kommentator. Es gibt den Kommentator hier. Aber Timo hört ihn nicht. Das heißt, wenn wir irgendwie so drüber traurig sprechen, über den Kommentator. Okay, warte, dann, present. Aber ich höre ihn. Ja. Kam Hitzewelle in Gen 5 dazu. Es gibt keine Zeitbegrenzung hier. Es gibt keine Zeitbegrenzung, das heißt, du könntest unendlich lang brauchen für deinen. Okay, aber Buch. Es gibt keine Hitzewelle. War Hitzewelle Hard Gold Soul Silver? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, ne? Doch, kannst du schon sagen. Ja, nee, Hitzewelle müsste seit Gen 4 verfügbar sein, ja. Okay, also könnte dieses Zapdos jetzt potenziell Hitzewelle haben? Könnte es potenziell haben, ja. Okay. By the way, müssen wir vielleicht noch ein bisschen was an den Einstellungen machen, weil der Shader ist vielleicht, also es wirkt noch ein bisschen weird vielleicht manchmal, aber... Ja. Hitzewelle. Ach, scheiße. Und Bewusstsein ist ja auch noch Trash, ne? Egal, der tankt ihn oder... Ah, Vlog ist wo? Ja, Robustheit funktioniert hier leider noch nicht. Ja, Robustheit ist hier Trash. Richtig. Ich ja, den brauch ich auch gar nicht. Der war nur ein Futter, weißt du? Ja, nur ein Dev, oder? Der war nur ein Futter für Zapdos. Okay. Für Benedos. Also, ich finde es mit dem Shader gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Dachte ich anfangs auch, aber mittlerweile denke ich mir so, ohne den Shader ist es ein bisschen besser. Hast du die Shiny-Effekte gesehen? Ja, Alter, richtig nice. Insane. So, Bandit-Verfolgung, sagst du, wäre ein bisschen uncool, ne? Das ist jetzt so eine Sache, ne? Bandit-Verfolgung. Ich habe mir dein Team nicht gescreenshottet, das sollte man tun, ne? Ja, das sieht man nämlich leider nicht. Hast du mein Team gescreenshottet? Nee, hab ich nicht. Das ist jetzt nochmal so die Kirsche auf der Sahnehaube. Das stimmt, ja. Die Kirsche auf der Sahnehaube. Richtig. Richtig. Ah, ist so cool, Alter. Es ist alles so cool. Okay. Die blaue Seite ruft zurück. Warte, du bist bei mir rot. Bei mir bin ich blau. Oh, Alter, der... Sollte gut. So ein der sollte sehr gut. Alter Verwalter, du. Der hat gut Schaden gemacht. Der Sandsturm tobt. Oh, du hast die Überreste. Ja. Das sieht auch so schön aus, ne? Es sieht halt alles so schön aus. Ich hab fast auf Aufgabe geklickt. Ja, aufgeben ist hier, glaube ich, keine Option. Ist keine Option, nee. Solltest du eigentlich nicht machen. Nee.
Ich bin ja gut vorbereitet. Scheiße, Juno. Arm, Alter. Scheiße. Schnell zurück. Schön bloß. Da wächst sich wohl raus. Alter, der Shiny-Effekt ist echt nice. Übel nice, ne? Ich hätte mehr Pokémon Shiny machen sollen. Beziehungsweise überhaupt Pokémon Shiny machen müssen. Kehrtwende, Vor allem die Animation, das ist so sick, Alter. Ja. Ich bin verliebt. Es ist halt wunderschön. Leute, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr sowas öfter sehen wollt, ne? Ja. Also wir werden jetzt uns natürlich erstmal auf die Liga konzentrieren. Genau. Aber falls ihr mehr Bock auf Pokémon Battle Revolution Wildfire habt, also auf Presents Kanal haben wir übrigens auch ein Wildfire Battle gemacht. Ganz genau. Das heißt, wenn ihr noch mehr Bock habt, dort findet ihr noch mehr. Alter, der Zwinger sieht insane aus. Ja. Das heißt, dort habt ihr nice Action und natürlich auch die Liga. Schaut da bei Teilnehmern vorbei. Und das wird nice. Ganz genau. Okay, was will jetzt dein Garados gegen mich machen? Das ist eine richtige Frage. Wer wird den Ruhm erlangen, sagt der Kommentar. Ja, ey, das ist die Frage. Aber ihr nicht so gerne hören, Alter. Ja, kritisch, Theo. Okay. Auf meinem Kanal werden wir beides hören. Die blaue Seite. Das ist der Vorteil. Stimmt. Ah, ja. Ich freu mich so. Okay, scheiße, Schrimp. Juno, los. Oh, oh, wieder nicht, Juno. Donnerblitz, gib mir eine Para, bitte. Na, der, also der foodet den ja komplett. Oh, ein riesig gefoodet, Alter. Der hat den echt gefoodet. Und ich hab den gepickt. Weil der ist ziemlich gut. Der ist halt echt gut, Alter. Der ist echt nice. Was mir aber gerade aufgefallen ist, ich habe vorhin ein Missplay gemacht. Was denn? Ah, doch nicht. Ich habe doch kein Missplay gemacht. Na gut. Ich dachte, ich kann es dir sagen. Ich dachte, dass Zapdos hätte Kehrtwende gehabt, aber nee, hat es nicht. Ah, okay. Weil dann wäre es ein Missplay gewesen. Bill. Have a nice day. Ja, er hat halt Verfolgung. Ist so ein bisschen kritisch. Geht er auf Verfolgung? Das ist so eine Sache, ne? Ja, scheinbar aber auch Suicune, wenn jetzt Suicune reinkommt. Ah, nee, das ist Hex Shirox. Nee, nee. Okay. Ich hatte überlegt, für Crunch zu gehen, aber dann dachte ich mir, Alter, wenn du jetzt in Suicune rausgehst, oh, der trifft nicht. Wenn du jetzt in Suicune rausgehst, dann kriegt er nicht so viel Schaden. Dann kriegt er nicht so viel Schaden mit Crunch. Ja, kann ich verstehen. Hier ist es halt die Sache, wir haben natürlich das Gen 4 Meter, das GBP Meter, aber in Diamant, Perl, Platin sieht man die gegnerischen Pokémon normalerweise nicht. Das heißt, das ist auf jeden Fall anders zu normalen DBP Wi-Fi Battles. Ich habe die ganze Zeit, Leute, es tut mir leid, ich habe einen Mauszeiger mit aufgenommen, ist jetzt weg. Ja, du Profi. So. Okay, was wechsle ich jetzt rein? Ja, komm, wir gönnen uns Qn, Alter, Miss Qn. Okay, komm rein, Mann. Der gute Suicune. Das alle im Finsterball hatte ich auch nicht. Hatte meine, glaube ich, alle im Pokéball oder so. Ja, Finsterball. Ich bin richtig Finster unterwegs heute. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Siedewasser kam erst in Gen 5, Leute. Denkt dran. Ja, Siedewasser gab es erst da. Und Hidden Powers haben hier 70 Stärke. Das ist halt auch so. Leute, ihr glaubt es nicht, Alter. Das ist einfach. Das ist wie. For real, als würde man hier ein komplett neues Spiel spielen. Weil wir beide haben in der vierten Gen kein Competitive gespielt. Richtig. Und es ist wie, als wäre es jetzt ein komplett neues Game. Alter, wie gut das aussieht. Ja. Und wie gut er das hält. Alter, Freeze, so der Freeze. Hast du deine Augen gerade gesehen, Alter? Der war richtig high. Oh. Freeze, guter Name, ne? Suicune verliert langsam KP. Ganz kritisch. Okay. Ich meine, die Leute hören es ja auch, ne? Die hören ja den Ton auch. Ja, ich höre ihn nur nicht. Das stimmt, das stimmt. Hier ist der einzige Opfer. Das stimmt. Alter, er ist schon wieder high. Bei Visaflor, Alter. Ja, Visaflor gönnt sich richtig hart. So. So, was machst du jetzt, die Frage? Ich habe den Play der Plays. Mach's gut, Miss Qn. Naja, ich wechsle halt einfach raus in Krakatauer. Ist okay. Igelsam, oh, ist okay. Igelsam-Attacke, volle Breitseite. Aha, der ist ausgewichen. Ja, ich bin halt einfach krass gewesen, weißt du? Einfach so wie im Anime, Alter. Los, Pikachu, weich aus! Mann, das wäre auch so cool, wenn man das machen könnte. Das habe ich mir damals in Pokémon Stadium vorgestellt. Wenn du diese Option hättest, Alter, das würde bestimmt cool aussehen, aber ja. Halt for real. Gab's leider nie. So, was machst du jetzt? Ah, du bleibst tatsächlich drin. Ja, du prediktest. Ja, natürlich prediktest du. Jetzt triff bitte, mein Junge. Triff! Schlaf, Bruder, nein, bitte nicht. Alter, du bist richtig weit vor mir. Also nicht das kann nicht sein. Oh, ich bin wieder mit ab. Alter, Preston, jetzt for real. Ich wäre in so einer guten Position jetzt. Ja, Tio, Hack, Schmeck, sag ich da immer, weißt du? Alter, ich wäre in so einer guten Position. Ich weiß, das ist jetzt sehr unangenehm. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was du meinst. Ja, Preston kann doch nicht Hacks gewinnen, Leute. Wir wissen ja, genau, Alter. Ihr wisst es doch alle. Na klar.
Na klar. Du hast ja den Forstelker hier weggeworfen, ne? Forstelker, ja, und? Also. Danach habe ich komplett clean gespielt, Alter. Scheiße, ja, Freeze. Das ist so dumm. Das ist so eine gute Nachricht eigentlich. Okay, los, schreib. Das war ein guter Play tatsächlich. Weil, ja. Schön im Midground, ne? Ja, genau. Man kennt ihn. Fallsturm ist okay. Also solange kein Burn. Alter, wenn jetzt der Burn kommt, Junge. Und voll. Ein Crit! Come on! Okay, das ist jetzt schon ein bisschen unlucky, muss man sagen. Ein bisschen. Also jetzt nicht extrem, aber nö, schon ein bisschen. Ja, ich freue mich so auf die Liga, das glaubst du nicht. Egal. Nice, jeder Spieltag ist mir egal, ob ich gewinne oder verliere. Ich habe einfach so Bock auf dieses Spiel. Ja, sieht halt einfach so alles okay, nice aus. Okay, schon mal nicht gebalscht halt, ist gut zu wissen. Ja, weißt ja nicht, ne? Vielleicht habe ich ja hier... Ist ja eine andere Mechanik vielleicht hier in der Generation. Na, doch eine Mechanik hier in der Generation. Natürlich. Natürlich mal. So, was machst du jetzt mit deinem Guard? Das ist die Frage. Ja, du wirst halt wahrscheinlich. Du wirst es für Kyung, klar, das war mir bewusst, aber ich wollte hier jetzt nicht risken und für Drachentanz oder so gehen. Deswegen. Ja, mal safe. Alter, wie Garados. Übelst sick, ne? Ja, super sick, Alter. Super nice. Super nice. Okay. Und ich finde vor allem, Suicune sieht richtig nice aus, weil es so determiniert aussieht. Ja, und ja. Ist so, Alter, ich mach dich jetzt platt, Mann. Ihr schaut richtig böse. Ja. Das ist schon ziemlich sick. Gefällt mir. Da sehe ich mich. Und auch die Bewegung der Pokémon, die machen, Alter. Das ist so cool. Ist alles so cool, Alter. Das werden wir halt die ganze Zeit nur sagen. Ist alles so cool. Und du bist schneller? Ja, der Suicune ist so schnell als Pokémon, Mann. Ah, du überlebst das Krit. Ich überlebe das, nice. Oh, du springst so. Natürlich springe ich hoch, Alter. Guck mal, wie der jetzt fliegt. Der fliegt. Der fliegt halt echt. Das ist halt das Nice. Warte, sterbe ich nicht. Sandsturm? Nein, oder? Nein. Oh, der war alles dafür zu viele KP. Man kann gar nicht richtig kalken, ne? Doch kannst du. Also du siehst ja deine KP-Leiste. Ja, aber nicht die vom Gegner. Ja, das kannst du ja generell nicht sehen. Also du weißt ja nicht, wie viel KP da normalerweise ist. Ach so, hat. Ja, und Gen Z weißt es auch nicht. Du bist so ein Doofkopf. Da war ja kann ja nicht kalken, oder? Und Call Mind. Ja, das war echt stark, oder? Ja, echt stark. Aber ich krieg die Para. Alter, wenn du die Para bekommst, hab ich ein Problem. Alter, das sieht ja cool aus. Alter, wie cool! Jetzt gib mir die Para, komm. Oh, das war echt guter Schaden. Para. Der zwischenzeitlich so herumspringt, Mann. Ach komm, der hätte jetzt echt mal Para gönnen können, komm. Aber er gönnt nicht. Er gönnt einfach nicht. Ja, er gönnt halt nicht. Machst halt nichts, ne? Was machen wir jetzt? Das ist natürlich eine gute Frage, ne? Ja, das kann ja noch gut sein. Schwierig, Timo, schwierig. Svenja. Das ist ja so eine schwierige Kiste, weißt du? Echt eine schwierige Kiste. Ich frag mich halt gerade, was war denn schnell, also was ist dein Pokémon, was schneller ist als Suicune? Ja, das war mir klar. Okay. Ja, der stirbt halt jetzt. Ja, der stirbt. Eisstrahl trifft eiskalt. Ja, den Spruch kenne ich, denke ich noch. Der gute Spruch, Alter. Eisstrahl trifft eiskalt. Okay. Sandsturm. Alter, ich freue mich so auf Tita. Ich bin so froh, dass ich Tita habe. Ja, das wurde schon nice. So nice. Also in der Liga, Alter. So. Ich würde halt voll gerne dein Team gerade wissen. Ja, verständlich. Ich weiß halt jetzt auch gerade nicht, weil ich... Du weißt... Nein, doch, also schon, aber... Okay, ich gehe in den hier. Du gehst in Gengar. Ja, der ist halt schneller. Der fliegt. Der ist schneller und der fliegt. Aber, komm. Mhm. Ich bin auf plus 1, ne? Deswegen. Ja, ich weiß, aber Donnerblitz direkt vom Olymp ist... Sehr effektiv! Ah! Ja! Jetzt muss ich treffen! Jetzt muss ich treffen! Mist! Er trifft natürlich. Das gibt es nicht. Er lebt nicht mehr. Das ist heute auf jeden Fall ziemlich gut, lucky unterwegs. Ja, jetzt ist war aber nicht. Also, das war jetzt nicht lucky. Aber Bisaflor wäre halt immer noch jetzt gerade in so einer guten Position gewesen. Das war lucky. Okay, und Miss Kune stirbt halt. Okay. Es ist tricky. Es ist tricky. Okay, steht 4-3. Richtig. Die Frage ist halt, was du jetzt reinholst, ne? Ich hab mich schon entschieden. Ich hab direkt meinen Play, Alter. Ich weiß genau, was ich mache. Ja. Ich weiß auch, was du machst, glaube ich. Und was mache ich denn? Obwohl nicht, ich glaube, der hier ist relativ safe. Nee, sag mal, weil ich hab meinen Move ausgewählt. Was sagst du, mache ich? Ich denke, dass du ein Zap oder ein Heatran gehst. Iodactyl. Und bei der kann halt gegen relativ viel gut dastehen, weißt du? Ja, ist in Ordnung. Liam Bär. Ja, ist halt jetzt so die Sache, ne? Lol, Tim, du. Die Frage ist, was machst du mit Lucario gegen Iodactyl? Das ist eine berechtigte Frage.
Eine sehr gute Frage tatsächlich. Weil Ayo Dakuil ist hier, glaube ich, echt gut in dem Matchup. Naja, hat ja auch nicht viel gebracht, oder? Hä, killst du Tita? Weiß ich jetzt nicht. Natürlich nicht. Aber, bei wie viel KP warst du? Du hast ja schon viel Schaden. Nicht viel. Nee, ich hatte noch über 80%. Aber ich habe halt Erdbeben. Ja, das killt ja Tita doch nicht. Ich glaube, es killt Lucario nicht mal. Ja, natürlich killt das Lucario. Hä, das killt. Du bist Bandit, oder? Nein, bin ich nicht. Present? Nein, bin ich wirklich nicht. Hä, so das Lucario dann einfach killt. Ich dachte, Lucario hat immer eine relativ gute Death. Nein, das ist ein sehr effektiver Erdbeben von einem Aerodactyl. Ich weiß ja nicht. Aerodactyl war damals OU, Mann. Der war nicht bad. Ja, ich weiß. Deswegen. Ich sag mal so, ne? Also, Visaflor war schon kritisch hier in der Situation. Ich glaube nicht, dass das so gebannert hat, weil Aerodactyl halt, wie gesagt, echt gut gegen dein Team ist. Naja. Jetzt kommt wieder mein Erdbeben. Ja, und Tita wäre besser gewesen, weil Tita den Ibis ist. Aber ich habe einen Fokusgurt. Ja, siehst du, da wäre Tita doch trotzdem besser gewesen. Oh, hast du gar nicht? Aber ich hab einen Fokus. Ja, doch. Ah, lol, okay, das sah aus wie ein Tod. Ja, dann wäre doch Tita trotzdem besser gewesen. Ja, besser wäre es natürlich gewesen, aber. Ja, also. Ich hätte halt Tita trotzdem besiegt, das meine ich damit. Weil ich halt meinen Fokusgurt habe. Ja, aber dann wäre ich jetzt in Lucario rausgekommen und hätte Extreme Speed gedrückt. Ja, das stimmt wiederum. Aber ich hätte Heat Shun gehabt, das hätte ich predicten können. Hättest du. Dann hätte ich meinen Aerodactyl heilen können. Hättest du. Hätte ich. Ich sag mal so, ne? Ich bin einfach ein krasser PWR-Spieler. 100% Win-Rate. Wir sehen uns. Also, okay, pass auf. Leute, auf dem Resist-Kanal seht ihr auch noch ein Match. Richtig, das nehmen wir direkt danach auf, deswegen mal sehen. Ja. Und da werde ich auf jeden Fall gewinnen. Also deswegen spoilert es nicht, dass ich gesagt habe, 100%ige Win-Rate, weil. Ja, keine Sorge. Wir haben das noch nicht aufgenommen. Oh! Aha! Comeback! Ja, Moment. Stanker ist daneben gegangen. Ich dachte so, hä, wieso bist du schneller? Was ist passiert hier? Man kennt ihn. Alter, wie cool, der stirbt! Ja! Okay, man freut sich normalerweise nicht über die Tode, aber hier sieht es halt gut aus. Wie cool der stirbt. Ich liebe seinen Tod, Alter. Bruder. Also ich sag mal so, ne? Du kannst den Feuersturm immer noch missen. Sehr Gerechtigkeit. Na, ich kann auch zweimal auf Erdkräfte gehen. Nö. Ah, ich hätte auf Explosion gehen sollen. Ich habe gemissklickt. Explosion wäre hier viel cooler gewesen. Explosion wäre echt cool gewesen. Ja, miss mal bitte. Schade. Ja, schade. Ah, der Presence hier, der trifft einfach alles und weicht einfach allem aus. Einfach krass bin ich. Schwierig. Schwierig ist das hier. Die Würfe sind gefallen, Leute. Leider. Damit habe ich gewonnen. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, 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 sehr gerne eine positive Welle. Bruder muss los. Leute, lasst gerne eine positive Werte da, falls ihr das Ganze unterstützen wollt. Schaut auf jeden Fall euch die Liga an. Schaut auf jeden Fall bei Present vorbei. Dort haben wir ebenfalls noch einen Kampf gemacht. Wenn ihr Bock auf Battle Revolution habt, lasst es uns sehr, sehr gerne wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.